Herzlich willkommen zum 2 Minuten und mehr Network Quickie. Heute wieder ein besonderer Skype Quickie mit noch einem viel besonderen Gast, den sehen Sie hier unter mir drunter. Ich bin wirklich froh, Sie auf die Leitung bekommen zu haben. Sie hat gerade ihren Strandbesuch abgeschlossen und habe Sie vom Strand vor die Kamera gezerrt halt. Und sie hat sich eigentlich geweigert, einen Kopfhörer aufzuziehen, weil sie sagt, dann sieht das so aus, als hätte ich große Ohren. Dann sage ich, guck dir mal meine Mickey Maus Ohren jetzt hier an, die ich hier habe. Ja. Wir sprechen von niemand weniger als von Claudia Daniela Sassal, die ich hier begrüße. Daniela, wie geht's dir? Hallo Willi, gut geht's mir. Ja, bis auf meine großen Ohren gerade geht's mir sehr gut. Schönes Wetter draußen, ganz viel Sonne und so und ja, blendend. Darf man fragen, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Im Moment bin ich gerade auf Mallorca. Mallorca, also das ist das da, wo der kleine Junge zu seiner Mutter sagt, du Mutti, wo ist denn der Opa? Und dann sagt die, weil sie das so genauso sagen wollte, ja, weißt du, der ist da, wo alle alten Menschen mal hingehen. Ach, sagt er, ach, auf Mallorca. Genau, da bin ich, ja. Okay. Ich gehe Ja. dann heute Abend mal ein bisschen ins Arenalbereich, weil da gibt es ja noch ein paar Jüngere. Echt? Gibt es da Jüngere im Arenalbereich? Okay. Das könnte man jetzt auch wieder zweideutig, eindeutig umbauen, aber das lassen wir jetzt mal sein. Genau. Sollte was Seriöses sein. Weil es gibt ja etwas ganz Exklusives. Ich konnte es ja schon fast nicht glauben und habe mir gedacht, da müssen wir jetzt mal nachfragen, Alter. Und es hat sich ja sehr viel in deinem Leben bewegt, die letzten Wochen oder Monate jetzt eigentlich schon. Wir hatten ja schon, das ist ja theoretisch jetzt unser 4. Quickie. Aber von den vorherigen ist einer nicht gesendet worden, weil er war ein bisschen zu, wie nennt sich das, kritisch. Und gesagt hat, naja, den lieber mal nicht halt. Aber wir haben jetzt hier noch einen viel, 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 viel besseren, weil du bist ja jetzt in Freiheit, habe ich jetzt mitbekommen. Ich habe gehört, du bist jetzt sozusagen eine freie Trainerin, Coaching und bist firmenungebunden. Wie soll ich das verstehen, firmenungebunden? Ja, also ich finde es ja schon mal interessant, wie viele was hören. Also ich werde derzeit wirklich mit unglaublich vielen Anrufen und E-Mails und Skype und Facebook-Nachrichten bombardiert, ob es denn stimmt und was dann los ist. Und sie hätten irgendein Gerücht gehört. Also sie haben viele Gerüchte gehört. Das ist unglaublich, was da kursiert da draußen. Aber also zu Punkt 1, es stimmt, ich bin vogelfrei. Ich gehöre niemandem, ich bin in keiner Firma, ich bin seit, genau genommen seit dem 1. März bin ich firmenunabhängig. Ist rausgeflogen. Ja, genau. Nein, das war ein freiwilliges Rausfliegen wollen. Nein, ich bin nicht geflogen, sondern ich habe mich entschieden, einfach zu gehen. Also ich habe mir ganz viele Gedanken vorgemacht, also monatelang. Das war keine leichte Entscheidung. Und ich habe mich einfach entschieden, mein Geschäft zu verkaufen und einen neuen Weg zu gehen. Also war es eine gegenseitige, im Guten eine Trennung. Also keine mit irgendwie Schmutzwäsche, sondern man hat gesagt, okay, es geht nicht mehr mit dabei. Also da gibt es jetzt nicht so irgendwas, was man dahinter vermuten könnte, irgendwelche großen Dramen oder sowas. Nein, also es gab keinen Mord und Totschlag und sonst eigentlich auch nichts. Nein, also wir sind auch, ich bin mit der Firma wirklich in sehr gutem auseinandergegangen. Es war einfach nur, dass ich halt gerne, also dass es mich nach etwas anderem gesehnt hat, gezogen hat und ich einfach was anderes machen möchte nach 16 Jahren und ja. Also es ist immer so, ich weiß ja, dass meistens bei solchen Sachen, wenn sich die Firmen und die Partner trennen, meistens ja immer irgendwelche Regularien oder gegenseitige Absprachen eingehalten werden müssen. Deswegen ist, wenn ich irgendwas frage, wo du nicht darauf antworten kannst, zum Beispiel, dann sagst du einfach, geht nicht, das verstehe ich dann und das muss ich dann, wahrscheinlich muss ich dann nicht hinterher. Aber eine Frage habe ich schon halt. Also du bist ja jetzt, sag ich mal, dass Leute aus Network Marketing rausgehen, aus den Unternehmen gehen oder gar wechseln, ist ja jetzt alltäglich so. Aber du bist ja auf einem hohen Niveau gewesen. Das heißt, du warst ja Goldpräsidentsteam. Das ist ja, sage ich mal, schon so mit die Top-Stufe mit dabei. Da gab es ja nur zwei Damen, glaube ich, oder drei Damen bei PM, die diese Stufe hatten. Ich glaube, ich darf nicht wirklich über Führungskräfte sprechen. Deshalb, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen darf. Ja, aber auf jeden Fall. Ja, sag mal, was kannst du denn eigentlich dazu sagen? Wie
was darfst du denn so sagen? Ich bin mal so neugierig. Gibt es da irgendwas, was du so offiziell verlauten darfst oder gar nichts? Musst du dir immer selber zusammenschustern? Oder wie funktioniert sowas? Ich bin ja nur neugierig, wieder mal. Also sag mal was dazu. Wie sieht das denn aus? Offizielles Statement möchte ich jetzt mal haben, als sozusagen. Okay, ah, du stellst immer so komplizierte Fragen, Billy. Nee, Aber okay. die war ganz einfach. Ich musste ja immer schon mit überlegen, dass nicht, sage ich mal, aus Versehen du Ärger für nichts bekommst halt. Wir sind ja hier schließlich in einem deutschen Rechtsstaat. Nein, also ich habe tatsächlich, also wenn du genau wissen willst, was ich sagen kann, dann sage ich dir das jetzt. Viele Jahre im Network Marketing mit PM International haben mich nicht nur finanziell, sondern auch persönlich enorm wachsen lassen. Nun bricht für mich eine neue Lebensphase an. PM International ist seit Jahren meine Heimat. Zur unternehmerischen Freiheit gehört auch die Möglichkeit, sich in neuen Lebensabschnitten für neue Herausforderungen zu entscheiden, wenn sich die persönlichen Prioritäten auf andere Lebensbereiche verlagern. Moment, Moment, Moment. Du liest da gerade was ab oder was machst du da gerade? Liest du da? Oder was machst du da? Du guckst da runter. Das ist doch. Oder hast du Kann ich so. jetzt meine Presseerklärung Oh. machen? Ach so, nee, du hast das da echt stehen, was du sagen darfst? Darf ich das fragen? Darf ich überhaupt fragen, dass da was steht, was du sagst? Nee, red einfach weiter. Ich frage nachher. Es ist ja neugierig, es ist ja spannend. Kann ich von oben runter gucken? Nee, geht nicht. Also, wie ich vorhin schon sagte, um allen böswilligen Gerüchten vorzubeugen, dies hat nichts mit einer Aktivität für ein anderes Network-Marketing-Unternehmen zu tun. Ganz im Gegenteil, ich werde weiterhin die PM-Produkte nutzen. Mit meiner geänderten Lebensplanung werde ich zeitlich nicht mehr in der Lage, die volle Verantwortung gegenüber unserem Team und der PM International Gruppe wahrzunehmen und meine Aufgabe als Führungskraft voll zu erfüllen. Daher habe ich im Sinne aller, gerade auch aus Rücksicht auf mein Team, die PM International AG um ein Angebot für meine Teampartnernummer gebeten und diese angenommen. Damit ist die Betreuung meiner Partner verlässlich sichergestellt. Ich bedanke mich bei meinem Geschäftspartner und PM International und wünsche allen Partnern auch weiterhin viel Erfolg. Okay. Jetzt kommt dann normalerweise danach die Ansage, bitte gehen Sie zurück auf Ihren Sitz, stellen Sie das Rauchen ein, machen die Sitze senkrecht und ich glaube, wir stürzen gerade ab. Was denn jetzt die gesprochene, wie nennt sich das gesprochene Wort zum Sonntag oder was? Darf ich mich doch auch drüber lustig machen, ohne dass ich einen auf den Sack kriege? Das ist dann dein Problem. Ja, gut, okay, ja, klar. Ich wollte schon gerade sagen, Behördendeutsch, nee, also Firmendeutsch, okay. Also im Endeffekt steht da jetzt nichts großartig anders, sondern das, was du sowieso gesagt hast halt. Aber musst du denn immer genau diesen Wortlaut machen? Also es trifft dich einer auf der Straße und dann sagst du, Moment, ich ziehe jetzt meine Vorlage, meine Pressemitteilung raus und die lese ich jetzt ab. Wie läuft das in der Praxis? Moment, ich kann dir genau sagen, was ich sagen darf, ich habe ja meine Pressemitteilung und ich kann nur sagen, dass in der Zeit. Das ist geil. Entschuldigung, ihr da draußen, dass mich darüber. Ich mache mich doch aber nicht lustig. Ich finde das gar nicht lustig. Ist ja wie geil ist das denn? Hast du denn sonst noch irgendwelche Anweisungen mitgekriegen für dein Leben oder sowas oder war das? Katastrophe. Entschuldigung, ich kann das ja machen, halt. Das ist ja Pressefreiheit und so. Ich bin ja anerkannter Pressefutzi, also ich kann so eine Scheiße fragen. Das nennt sich so Art Videojournalist, habe ich mir das jetzt sagen lassen, halt. Bin ich oder deswegen würde ich das aufzeichnen. Naja, gut, okay. Also normalerweise sage ich gar nichts. Wenn ich da groß gefragt werde, sage ich meistens keinen Kommentar und rede da gar nicht groß drüber. Es sei denn, jemand konfrontiert mich mit gezielten Gerüchten, dann sage ich schon, das ist ein Schwachsinn und das stimmt so nicht, ja, aber sonst sage ich nicht viel dazu. Ja, das ist ja die vierte kölsche Grundregel. Was fort ist fort. Also was weg ist, ist weg halt. Ne? Den Dingen wird nicht nachgejammert. Wer weiß, wofür es gut war, ne? Lass uns eine trinken, Jon. Also jemand war darüber ein Trinken. Halt. Das ist das Genau. Problem gelöst. Ja, dann kommen wir mal gleich zur nächsten Herausforderung. Was tut sich denn sonst noch so? Ich habe jetzt mal das, was du nicht sehen kannst. Ich habe jetzt mal deine neue Webseite aufgerufen. Du hast ja eine niegelnagelneue Webseite. Also das heißt, neue Frisur, neue Webseite halt.
die blättert sich so durch. Bei mich, ich geh mal drauf. Du hast ja hier so bisherige Erfolge, die Essenz, was bisher geschah. Wie geht es weiter? Go for Values, halt Angebot, Leistung, Firmentrainings, Coaching, Termine, Seminare, Medien, Kolumnen, Presse. Du hast ja ganz schön viel draufgepackt auf der danielasass.com halt. Dies und das halt. Sieht ja gut aus. Du hast ja viel draufgepackt halt. Ja, du, wir haben jetzt 28 Minuten. Also, ich habe ja sagen lassen, mach keine Dinge länger als 30 Minuten. Das will ich euch meinen. Also, ich habe eigentlich alles aus dir rausgequetscht. Wir werden ja, wenn du irgendwo hier wieder auf Festland bist, noch den fünften Quickie machen halt, mit ein paar tieferen Einblicken halt. Ich möchte die letzten Minuten dir schenken, sozusagen als freie Rede, wo du der Welt draußen sagen kannst, was immer du sagen darfst. Was dein Vertrag zulässt, kannst du sagen, was du willst. Ich gebe dir die letzten Minuten an Rodrika, Claudia, Daniela, Sass rüber und freue mich auf das, was jetzt kommen wird und lehne mich ganz locker zurück. Okay, Willi, also mein Name ist erstmal Rodika, Daniela, Claudia, Sass. So, das ist mal der richtige Name. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen, außer ja, herzlichen Dank, schön, dass du dich gemeldet hast. Und ich wünsche natürlich allen Beteiligten, allen Networkern da draußen, egal in welchen Teams, bei welchen Firmen sie sind, ganz, ganz viel Erfolg. Genau, weil ab jetzt kannst du zu jedem freundlich sein, egal in welcher Firma ist, egal in welchem Team er ist halt, weil du hast überhaupt keine Konkurrenzsituation. Ist das nicht herrlich? Man kann zur ganzen Branche freundlich sein, ist unbezahlbar. Das Gute ist, das war ich schon vorher. Das warst du vorher. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast halt. Danke dafür und du hast ein schönes Bild hinter dir, das passt. Du hast natürlich das Bild ausgewählt zu deinem Top, sehe ich gerade, mit Rot und Weiß, dass das alles so passt Natürlich. halt. Das ist unglaublich, sowas habe ich nie drauf. Ich habe ja deswegen auch extra die roten Schränke da hinten hingestellt, dass es so ein bisschen farblich passt hat und habe mir die roten Dinger hier reingezogen halt. Schön, dass du da warst und euch sage ich, es folgen noch schöne weitere Quickies halt und ich wünsche dir, sage ich mal, viel Erfolg in der Zukunft, viele schöne Aufträge, dass du in der Welt rumkommst halt. Und ich kann euch nur sagen, bucht sie, bucht sie, bucht sie, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ruf an, ruf an. Ruf Ciao. mich an. Ciao.